Ja, hallo, mein Name ist Dirk Pajonk. Ich befasse mich seit circa 20 Jahren mit Heimkinos und brauchte ich eine Veränderung in meinem Heimkino und habe dann mich mal so um die High-Gain-Kontrastleinwände, über die High-Gain-Kontrastleinwände informiert. Und da ist der Markt ja ziemlich voll mittlerweile, auch zu gut bezahlbaren Preisen, aber auch zu super bezahlbaren Preisen. So eine Leinwand habe ich jetzt heute hier. Und ja, um euch die Suche zu erleichtern und vielleicht auch ein bisschen Geld zu ersparen oder überhaupt die Entscheidung euch zu erleichtern, möchte ich jetzt hier das Video machen. Auch gerne für den Geschäftsführer von Hivilux, Jo, jetzt muss ich gleich, der Herr Lin. Ich weiß den Vornamen nicht, da können wir gleich nochmal schauen. Bei dem möchte ich mich auch bedanken, dass er mir die Leinwand mitgegeben hat und hat gesagt, es ist auch kein Problem, die umzutauschen, wenn ich die nicht möchte, weil ich war mir nicht sicher. Ich weiß, dass High-Gain-Kontrastleinwände auch Nachteile haben können. Zum Beispiel wie jetzt hier bei mir in meinem Raum. Deshalb war ich mir auch eigentlich nicht ganz schlüssig, ob ich mir so eine holen soll. Und ja, zu dem Fazit komme ich eigentlich zum Schluss, sonst ist hier das Video jetzt gar nicht mehr spannend, ne? Ja, ich habe mir jetzt die Leinwand hier mal besorgt. Ich habe die mit meiner jetzigen Leinwand verglichen. Das Testbild zeige ich euch gleich und den Beamer auch und den Aufbau. So, fangen wir mal an. Wir haben links meine alte Rahmenleinwand, eine AV-Stumpfel, 2 Meter breit, 90er Diagonale. Rechts haben wir die von Hivilux, die Cinema 5D, auch 2 Meter breit. Den Rahmen habe ich jetzt nicht drum gemacht. Das Geile bei der Leinwand ist, die hat nur einen 7 mm breiten Rahmen. Und wenn die Leinwand würde an eine Wand aussehen wie ein LED-Fernseher. So, ich muss mal hier kurz Carmen stoppen. Der klackert hier die ganze Zeit rum. So. Ja, Nubert-Boxen habe ich hier stehen, aber zum Sound kommen wir heute nicht. Den Center muss ich abbauen. Das sieht nicht immer so aus, weil die Leinwand ja in der Mitte müsste, um dann den Splitscreen hinzukriegen. Da oben ist mein Beamer. Das ist schon ein altes Gerät. Gekauft 2013, entwickelt eigentlich 2011 unter dem Namen HC9000 von Mitsubishi. Dann wurde der für 6000 Euro circa verkauft. Dann hatten die wohl noch einige über, weil er schlecht vermarktet wurde und haben den umgelabelt auf HC5 und dann habe ich den für 1800 Euro bekommen im Jahr 2013. Das Besondere an dem Beamer ist ja noch eine Vollglasoptik, ein super Lensshift, alles motorisiert. Der Zoom-Fokus-Lensshift, der ist ziemlich leise im Eco-Modus, hat auch 3D, wofür der eigentlich nicht lichtstark genug ist. Höchstens man hat eine neue Birne drin und die ersten 1-200 Stunden kann man auch so 3D-Filme gucken. Dann kriegt man so circa 105, 110 Candela oder ja, Candela auf der Leinwand. Und im Eco-Modus, wenn ich Filme gucke, habe ich den bei normalen Blu-rays ohne HDR, habe ich den auf 55 Candela laufen. Im kalibrierten Modus, Blende zu, gucke ich HDR-Filme, mache ich den Lampenmodus auf hoch, mache die Blende ganz auf, komme auf 90 Candela, damit ich so den HDR-Effekten so ein bisschen mehr habe. Und ich muss sagen, gemessen in Lumen, ich weiß nicht, wie man das in Lumen umrechnet, auf dem Bildschirm habe ich auf jeden Fall 90 Candela. Offiziell hat der Beamer 1100 Lumen, inklusive den Cinema-Filter und das reicht, da brennt einen die Netzhaut eigentlich weg, wenn man einen Film guckt. Also viel heller muss es nicht sein. Natürlich ist bei HDR-Effekten geiler, wenn man das noch heller hätte, wenn die Sonne scheint und man muss schon quasi eine Sonnenbrille aufsetzen. Aber dafür müsste ich mir auch einen neuen Beamer kaufen und das ist mir die ganze Geschichte nicht wert, weil viel weiter haben die sich nicht entwickelt, außer dass die jetzt ja, vielleicht heller wurden. Ein Laserbeamer wäre vielleicht noch interessant, aber wie viele Birnen kann ich mir für den Beamer hier kaufen, wenn ich mir jetzt so einen 5000 € Laserbeamer hole? Da kann ich mir hier ja, 50 Lampen kaufen. So, und deshalb werde ich den Beamer eigentlich noch so lange laufen lassen, bis es wirklich was Überzeugbares, Neues gibt, zum Beispiel RGB-Beamer, die dann noch leiser stromsparender sind. Aber ansonsten bin ich mit dem eigentlich recht zufrieden. So, ich habe hier schwarze Rollos gegenüber der Leinwand. Oben ist noch relativ viel weiß, was das Licht auf die Leinwand zurückreflektiert, die Ecken auch. Und besonders die Decke ist das Problem oberhalb der Leinwand und da oben die Wand über dem schwarzen Rollo. Ja,
die reflektieren das Licht von Film auf die Leinwand, wodurch der Schwarzwert verloren geht. Was man jetzt gut bei dem Bild hier sieht, wir haben jetzt mal die Leinwände im Vergleich. Rechts die Kontrastleinwand filtert das Streulicht noch ziemlich gut raus, wie im richtigen Schwarz verglichen mit schon so einem Braun bald auf der linken Seite. Ich habe jetzt mal mit Karlmann hier gemessen. Dann haben wir jetzt hier einen Akkustand niedrig. Dann schalten wir mal Strom ein. So. Meine jetzige Leinwand, die kommt, na, der Wert stimmt jetzt nicht, der hat gerade das Licht gemessen. Eigentlich kommt die auf 73. Aber wir machen das noch einmal. So, schmeißen den Wert an. Jetzt haben wir natürlich das Licht an. Der misst hier das Licht. So, mal ausschalten. Die Lampe auch aus. So, wir kommen jetzt auf 72 Candela mit der alten Leinwand. Jetzt schiebe ich das mal nach rechts. Und da kommen wir, die ist jetzt noch nicht ganz ausgerichtet. Neunundsechzig war jetzt der Höchstwert. Vielleicht kann ich noch 70 rauskitzeln. Oh, Entschuldigung, gar nicht gefilmt. So, mit der Cinema 5D-Leinwand kommen wir auf 69. Verglichen mit meiner alten Leinwand, wo wir auf 73 kommen. Heißt, wir haben circa 4 Candela Verlust. Das Problem ist jetzt, der Beamer ist eigentlich oberhalb der Leinwand. Dadurch ist der Hotspot vom Beamer, also wenn ihr jetzt eigentlich das Bild horizontal rausschicken würde, wäre der hellste Punkt eigentlich hier oben. So, mit dem Lens-Shift muss ich jetzt natürlich mit dem Bild runtergehen. Dann trifft das Licht natürlich schon schräg auf die High-Kontrast-Leinwand ein und wird schon gefiltert. Würden wir jetzt mit dem Beamer weiter runtergehen auf der Mitte des Bildes, wäre die Leinwand heller, weil wir dann im Hotspot-Bereich messen. Das ist das erste Problem, was ich habe. Das Bild wird nach unten hin immer dunkler, weil der Winkel natürlich immer krasser wird. Wie man hier auch sehen kann, unten ist die Leinwand, wir haben kein durchgehendes Weiß mehr, die ist oben hell und nach unten wird die dunkel. Das stört mich schon mal, man hat kein homogenes Bild mehr. Warum das Bild jetzt so ein bisschen nach rechts geschoben ist, weil der Beamer auch nicht genau mittig vor die Leinwand hängt. Ich wollte da oben zwischen die beiden Deckenstrahler. Und deshalb habe ich das Bild so ein bisschen rüber geschoben, dass das wenigstens in der vertikalen oder in der horizontalen, mittig ist. Hat den schönen Nebeneffekt. Wir sehen jetzt wirklich ein Schwarz, was nicht bestrahlt wird auf der Leinwand. Und können dann sehr gut sehen, wenn ich jetzt mal ein Umgebungslicht einschalte, wie das dann aufhält. Wir messen noch einmal, was vielleicht ganz interessant ist, die Farbneutralität der Leinwand. So, wir sind bei meiner jetzigen Leinwand und messen mal 100% Weiß. Mal. So, 100% Weiß und sehen, dass Blau jetzt ein kleines bisschen niedriger ist. Der Sensor ist jetzt nicht hundertprozentig ausgerichtet. Ich hatte die gestern noch kalibriert und dann waren die eigentlich relativ gleich. Jetzt messen wir mal die neue Leinwand oder eher die High Contrast Leinwand. Und sehen, dass der Farbwert da immer noch identisch ist. Also wir können da wirklich von der Farbneutralität sprechen. Ja, viele Leinwände bewerben immer die Leinwände mit einer Farbneutralität. Zum Beispiel Stuart, die dann auch das Sechsfache kostet. Und das Gleiche kann man auch bei dieser Leinwand haben. Und die kostet jetzt in dieser Größe inklusive Rahmen 669 Euro. Und da wäre mir jetzt nicht mehr wert, was für auszugeben. Bei der Helligkeit haben wir eigentlich jetzt nur 5 Candela Verlust.
Also sind vielleicht jetzt auch, wir haben nicht in der Mitte gemessen. Also ich würde sagen, maximal hat die Leinwand bei Weiß geschätzt 5% Lichtverlust allerhöchstens. Also kann man von 0,95 Gain sprechen. Und da sind wir schon ziemlich an der 1 dran. Von daher für das Geld absolut top. Ich würde mir jetzt gar nicht noch eine andere Leinwand besorgen, ob die Black Horizon oder eine Cinegray 5D von Elite Screen und welches da noch alle gibt. Also die ist neutral und das ist eigentlich zukünftig eigentlich für jeden Beamer, den man kauft, eigentlich die beste Grundvoraussetzung. So, jetzt haben wir ein weißes Testbild. Wir packen mal den Kallmann hier weg. So, dann muss ich mir noch die Maus besorgen und gucken uns mal so ein paar reale Bilder an. So, ich sitze jetzt ziemlich, halte jetzt das Handy ziemlich in der Mitte. Jetzt sieht die rechte Leinwand auf dem Handy wirklich grau aus, aber das ist wirklich auf dem Handy so ein bisschen durch die automatische Lichtanpassung, die Reflexion von der Leinwand, nicht die Realität. Gehen wir jetzt mal näher ran. Also das sieht jetzt, so haben wir jetzt ein Bild, wo man sieht, dass sie beide relativ gleich sind. So, ich muss Kallmann noch mal stoppen, der wir immer weiter messen. Also wir stehen jetzt ziemlich in der Mitte der Leinwand. Jetzt habe ich aber auch hier Effekte. So, wir sehen jetzt schon frontal das Weiße aus dem Schachbrettmuster, das berühmte ANSI-Testbild. Strahlt mir die Decken hell, die Wände und reflektiert natürlich wieder auf die Leinwand. Jetzt fokussiert die Kamera hier das Licht, dass man das eigentlich gar nicht so gut sieht. Auf jeden Fall ist die Hivilux-Leinwand hat ein richtig schönes Schwarz, wie ein QLED-Fernseher, würde ich sagen. Kein OLED, ein QLED. Links ist auch noch eigentlich ein Schwarz. Wenn man jetzt gerade nicht den direkten Vergleich hätte, wäre man damit auch zufrieden. Aber man kann das jetzt hier in der echten Umgebung wirklich sehen, dass das schwärzer ist. Jetzt möchte ich mal zeigen, wie es aussieht, wenn man sich seitlich wegstellt, wie die Leinwand das Licht absorbiert. Ja, das kommt mit der Kamera hier auch wieder nicht rüber. Ich mache jetzt mal ein Umgebungslicht an. Da spielen die Leinwände auch ihre Stärken aus. Wenn man mal Besuch hat und eine Chipstüte stehen hat und nicht daneben greift, macht man ja auch mal ein bisschen Restlicht an und man kann dann sehen, dass die Leinwand wirklich rechts ein super Schwarz hat und links ein Grau oder Braun. Gehen wir jetzt links rüber, sieht man, dass die Leinwand dunkler wird, weil die Reflexion natürlich in Richtung Zuschauer das Licht reflektiert, nicht zur Seite. Aber wir sehen jetzt hier extrem den Vergleich von Schwarz zu Braun bei Licht. Ohne Licht ist es auch noch gegeben, aber nicht mehr so extrem. Wir machen nochmal das Licht aus. Kommt jetzt auf der Kamera nicht rüber. Nee. Ich kann einmal auf so ein Schwarz gehen. Dann zieht die das Licht so ein bisschen auf. Zeige ich jetzt nochmal beide, aber das geht nicht. So, jetzt wollen wir mal so ein paar Realbilder anschauen. Achso, noch was zu der Leinwand. Man sieht ein Glitzern. Minimal, lässt sich nicht bei keiner Leinwand vermeiden. Wenn man nicht eine einfach matt graue haben will mit 20% Lichtverlust. Mich persönlich stört es nicht. Es fällt wirklich nur beim weißen Bild auf. Und wenn es sich dann vielleicht noch bewegt. Aber ich finde, dadurch bekommt die Leinwand auch so einen digitalen LCD-Look. Also ich persönlich finde das Glitzern im Rahmen. Mich würde es jetzt nicht stören. Dafür, dass man so ein schönes Schwarz in Kauf nimmt, kann man mit dem Glitzern auf weißen Flächen leben. So, wir schauen uns mal irgendwas an,
wo viel Schwarz drin vorkommt, nehmen wir mal von LG das OLED-Video, da ist viel Schwarz. So, ich muss auch mal den Ton wegmachen. So, machen wir mal den Zoom auf. So, Video zu Ende, nochmal von vorne. So, wir sehen jetzt hier beide Leinwände nebeneinander in Aktion und können auf der Kamera eigentlich kaum was an Unterschied sehen, weil wir zu wenig helle Bildanteile haben, die den Raum ausleuchten. Mache ich jetzt aber mal das Umgebungslicht an, sieht man ganz schnell, welche Leinwand einen geilen Kontrast bietet. Also man kann jetzt wirklich mit dem Umgebungslicht zocken, Filme gucken, das ist einfach genial. Ich würde auch, wenn das wirklich jetzt so alles ja, so einfach wäre, würde ich so gar nicht lange überlegen, die Leinwand nehmen. Jetzt fängt aber das Problem an, was die meisten Leute haben. Die Raumbedingungen, worüber ich schon gesprochen habe. Der Beamer hängt oberhalb der Bildschirmkante, strahlt nach unten und das Bild wird nach unten hin immer einen Ticken dunkler. Man hat kein homogenes Bild mehr. Fällt beim Filmegucken nicht auf, außer man hat große helle Flächen. Ich möchte es nochmal von hier aus zeigen. Nehmen wir mal jetzt einfach ein weißes Bild. Weg und man sieht, na, das ist jetzt auch für Kamera übertrieben als in der Realität, aber man sieht den Hotspot und dass es zu den Rändern hin dunkler wird. Das lässt sich eigentlich auch so gut wie gar nicht vermeiden. Man könnte jetzt noch den Beamer runtersetzen auf Mitte der Leinwand oder ziemlich mittig. Problem ist bei mir, ich würde dann davor rennen. Würde ich den ganz in die Mitte setzen, würden auch die Köpfe der Zuschauer Schatten werfen. Also man könnte mit dem Beamer vielleicht noch so 80 cm runtergehen, dann hänge ich aber bei mir im Fenster, von daher bei mir nicht möglich, keine optimale Bedingung. Und das ist auch das, was mich von dem Kauf ja, abhält. Also ich finde den Look super geil, die Farben, die leuchten richtig krass aus dem Schwarz raus, farbneutral. Also ich hätte keine Bedenken, die Leinwand zu kaufen. Noch ein Feature der Leinwand übrigens. Ich habe jetzt den Rahmen nicht drum gemacht. Hier wäre jetzt ein Rahmen, der nur 7 mm breit ist. Und dann sieht die Leinwand an der Wand aus wie ein LED-Fernseher, ein OLED-Fernseher. Ja, eigentlich schade. Ich hätte die Leinwand liebend gern genommen. Aber ich komme damit nicht klar, dass ich dann kein gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild mehr habe. Und das ist leider das auch das Problem, was ich mir schon vorher gedacht habe. Das Problem mit der Aufhängung des Beamers. So, wir gehen jetzt mal, gucken uns jetzt mal ein schönes Schwarzbild an. Und jetzt könnt ihr mal sehen, das ist jetzt ein schwarzes Bild mit Restlicht im Raum. Und da kann man sehen, wie der Kontrast dann im Bild zustande kommt. Ohne dass die Leinwand die hellen Bereiche unter optimalen Bedingungen dunkler macht. Das ist einfach genial. Von daher, ich überlege wirklich, ob ich den Beamer irgendwie, ob ich mir was einfallen lasse, eine Teleskopstange, die runterkommt, die ich immer hochschiebe, aber man hat ja keine Lust, jedes Mal den Beamer auszurichten. Ja, so viel dazu. Ich möchte euch vielleicht noch einmal einen Film mit schön leuchtenden Farben zeigen, damit man da auch einmal sieht. Nehmen wir mal, was nehmen wir denn hier? Tja, Qual der Wahl. Nehmen wir mal Cymatic Jazz, der hat schöne knallige Farben. So, Umgebungslicht haben wir jetzt mal aus. Und können jetzt auf dem Handy nicht so viel Unterschied sehen. Ich sehe es auf der Leinwand, das Schwarz ist schwärzer. Und das ist, was ich wirklich geil finde. Auch jetzt hier
Ich werde jetzt mal kurz stoppen. Nehmen wir mal ein anderes Bild. So, das ist nicht schön, da ist nicht so viel Schwarz drin. So, auch noch nicht. Also der Beamer, der macht immer noch eine super geile Figur. Ich bin echt mit dem super glücklich. So, man sieht jetzt auf dem Handy nicht so einen großen Unterschied. In der Realität sehe ich links, das Bild ist nicht schwarz, sondern leicht hellgrau. Rechts, das ist richtig schwarz. Also ich überlege wirklich noch, ob ich nicht doch die Leinwand behalte. Also ob ich dann vielleicht so ein geiles Schwarz in Kauf nehme, im Tausch gegen ein bisschen Helligkeit im unteren Bereich. Wir machen nochmal das Umgebungslicht an, wo wir jetzt natürlich den krassen Unterschied sehen. Und da sieht man die Farben rechts, die poppen noch richtig raus. Die sind natürlich nicht heller wie links, das wirkt nur so, weil das Schwarz dunkler ist. Aber man hat einen Punch im Bild, das ist einfach genial. Das ist, als wenn man wirklich einen großen LCD-Fernseher an der Wand hat. So, mal kurz Pause. So, jetzt habe ich nochmal die Seite aufgerufen von Hivilux und der gute Mann heißt Yun Hong Lin. Netter Mann in Gelsenkirchen, unkompliziert, Ware ohne Ende auf Lager. Man kann da sofort was mitnehmen, wenn man hier aus dem Raum Ruhrgebiet kommt. Und die Leinwand, die ich jetzt hier habe, ist die 16:9 Rahmenleinwand. Die hat jetzt 9 cm Rahmenstärke, die ist es nicht. Wir haben hier den Zero-Rahmen und da sieht man schon, wie geil es aussieht mit dem schmalen Rahmen. Man denkt, man hat da wirklich einen LED-Fernseher hängen. Wir machen mal das Umgebungslicht aus. So. Ja, geiles Teil. Für den Preis 669 Euro, da kann man bei anderen noch niemals eine weiße Leinwand kaufen. Der Rahmen ist super verarbeitet, Anleitung dabei, Werkzeug dabei. Absolute Kaufempfehlung. Und warum habe ich das gemacht? Ich will jetzt nicht andere Hersteller ärgern, die viel Geld nehmen. Das ist eine einfache, objektive Ansicht von mir. Und ich finde, man muss nicht übertreiben, einen Rahmen mit einem Stück PVC-Folie und dafür vierstellige, sogar mit einer 3 am Anfang teilweise, zu verlangen. Und das geht auch für 670 Euro genauso gut. So. Ich hoffe, ich bin wieder im Bild. Ich habe keinen Kameramann. Ich muss das immer selbst ein bisschen ausrichten. Ja, ich habe viel bei YouTube gesucht. Die Vergleiche von Leinwänden, ist immer sehr, ja, man kann da nicht immer ganz so viel erkennen und man hört auch nicht eine objektive Meinung. Die Verkäufer reden natürlich eine Leinwand immer schön. Ich würde die auch schön reden, ich kann die eigentlich schön reden. Bei mir ist das Problem nicht die Leinwand, sondern die Konstellation, Beamer, Geometrie. Im gegenüber der Leinwand. Ich habe die Leinwand jetzt noch ein paar Tage da. Ich werde das noch mal so ein bisschen testen. Und also das Schwarze, das haut mich wirklich um. Das ist genau das, was einem immer im Heimkino gefehlt hat. So ein Schwarz. Also dann muss man wirklich keinen LCD-Fernseher mehr kaufen. Vorausgesetzt, man hat Rollos, die man ein bisschen runterlässt. Also bei Tageslicht wird es da auch dann ein bisschen krass, außer man hat so einen 3000 Ansilumen-Beamer oder so. Aber dadurch hätte man dann auch im Dunkeln wieder schlechtere Schwarzwerte. Also muss man immer so ein bisschen abwägen. Von daher, ich hoffe, die Entscheidung, die habe ich euch so ein bisschen erleichtert. Wenn ihr euch eine Leinwand kauft, bestellt euch die und spart den Tausender, den ihr woanders drauf zahlt, oder 800 Euro und holt euch davon noch Popcorn oder so für die nächsten Filme. Ciao!